und herzlich willkommen. Wie gerade schon angekündigt, gibt es jetzt noch die 10 Kisten zum Öffnen. Chroma 3 Case ist ein bisschen ungewohnt am Anfang. Ich habe mir jetzt 10 Kisten rausgelassen. Für, glaube ich, knapp 10 Euro, 10 Keys dazu. Und ja, wie gesagt, ich hoffe immer darauf, dass es anfangs, wenn es noch nicht so viele gezogen wird, dass man eben bessere Sachen zieht. Und force mich hier mal rein und hoffe, dass wir mal wieder ein bisschen Luck haben. Ist ja bei mir immer ein bisschen undankbar und deswegen fangen wir jetzt gleich an. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon vielleicht ein paar Kisten aufgemacht habt oder ein bisschen Luck gehabt habt. Und dann fangen wir mit der Oceanic an oder Oceanic in abgegrenztem Zustand. Ja. Gucken wir mal, wenn es hier natürlich so weitergeht und nur diese ganze blaue Scheiße ziehen, dann ist es richtig zum Kotzen. Und so wie es aussieht, geht es genauso weiter. Die Billy kann ich auch gar nichts. Also der Skin an sich sieht ganz okay aus, die Farbgebung und alles, aber ist halt auch eine Waffe, die ich nie spiele. Von dem her ist es relativ bescheiden. Und es geht gerade so weiter, wie man es gewohnt ist. Die Sword of Fubar. Hier ist ein mächtiger Track. Eigentlich ganz witzige Idee, aber naja, haben wir glaube ich nichts dazu zu sagen. Und das ist nice auf jeden Fall. Das ist richtig nice. P52 Asimov. Field Tested. Battlescarred. Ist das dein Ernst? Dafür sieht die aber richtig gut aus. Bin ich mal gespannt, für was die nach auf den Markt geht. Oder ob ich die dann gleich spiele. Weil die sieht echt noch relativ gut aus für Battlescarred. Aber das kann sie hoffentlich nicht noch nicht gewesen sein. Die Atlas wieder. Schöner Skin auf jeden Fall. Ironie oft. Hier so wäre natürlich richtig fett, irgendwie was richtig krank ist. Jo, oder eben die Atlas. Vier haben wir noch. Ich denke mal, wenn die Preise ein bisschen gesunken werden heute Abend oder irgendwann, werde ich noch mal ein paar Kisten aufknacken. Mit einem Dietrich natürlich. Die wäre jetzt noch ganz nice gewesen, mit Star Trek. Aber die ist hier einfach für die Tonne. Jo, Gabe. Brauchen wir glaube ich nichts zu sagen. Noch zwei kurz aufmachen. Dann gucken wir mal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr schon was Fettes gezogen habt oder ob ihr ein bisschen mehr Glück gehabt habt als ich. Die ist ganz nice. Wenn die nicht zu teuer ist, werde ich die auf jeden Fall spielen. Star Trek sogar richtig fett. Die sieht auch optisch richtig geil aus. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Als kleinen Trost. Alles schön fliegt vorbei und Alter, leck mich geben, du alter Fetter. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Spectre auch noch voll abgeranzt. Okay, dann sage ich mal soweit. Vielen Dank fürs Einschalten und gebt einen Daumen hoch als kleinen Trost. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht gelaufen. Gucken, was die so reingehen. Und dann sage ich, jo, bis zum nächsten Mal. Tschö.